So, weiter geht's mit den MTV-Jahrescharts und endlich ist ein Typ da, Markus, ehrlich. Das bin ich froh, weil echt die ganze Zeit. Vier Hühner sind ja echt super, ne? Aber ich bin immer so klemmig. Also bin ich Mädchen da. Also. Du bist klemmig? Ja, also ein Mädchen ist in Ordnung, zwei Mädchen wird schon schlimm, aber vier Mädchen. Die sind auch immer so schnatter, 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 schnatter. In der Liga reden nur über Typen, Klamotten, Schminksachen. Haben wir überlegt, jetzt kommt der Schulze, Markus, immer auch über Typen, Klamotten und Schminksachen. Mhm. Ich muss ja mal ein bisschen meckern hier, ne? Ich komme extra aus den Alpen. Ja, aber weißt du, wer da weggesagt hat? Nein, das kann nicht wahr sein. Weißt du, wer du... Ja, ich meine, brauch nur sagen, ne? Guckst du dir an, hier alles Gläser voll und leer. Alles weggepumpt, aber hier... Ich gieße es auch um, du bist krank, ne? Ich bin auch krank, ja. Okay. Apropos krank, ne, der Ullmann, der ist uns ja auch im Stich. Ist ja auch krank, also wir müssen hier alles in die Stellung halten. Jetzt lass uns mal über Typen reden, weil sie haben vorher gemeint so... Der Markus Schulze, der hat der Markus Schenkenberg interviewen dürfen. Warum ich nicht? Da zicken sie rum, ne? Ja, die haben mich auch im Büro schon alle angezickt. Und sie, ich will. Aber ich habe gesagt, nein, ich darf. Und das war auch schön, weil Markus Schenkenberg ist, man möchte es nicht glauben, in keinster Weise arrogant oder so. Im Gegenteil, er hat sich sofort darauf eingelassen, mit mir Armdrücken zu machen. Wahrscheinlich auch nur, weil er wusste, er würde triumphieren. Hat er natürlich massiv auch. Es ging so. Ja, nützt dir nichts. Aber wir hatten auch noch ein schönes Basketballspiel draußen auf der Straße. Haben auf Mülleimer Basketball gespielt. Und ich muss sagen, dafür, dass er als einer der schönsten Männer der Welt gilt und damit auch eines der berühmtesten Männermodels der Welt ist, war ein sehr entspannter Typ. Ich fand ihn auch ganz sympathisch. Der war ja dann noch bei uns in der Firma, ne? Und ich saß da so am Schreibtisch und Markus Schenkenberg geht halt so die Gänge. Und wirklich alle Mädchen, die in der Firma arbeiten, vollkommen hysterisch. Und dann stand er bei mir so in der Reihe, wo mein Schreibtisch ist, so ein Sichtgerät. Mhm. Und da haben die deine Show angeguckt, Markus Schenkenberg, sein Manager und der Typ von der Plattenfirma. Und dann wirklich fünf Hühner bei mir unterm Schreibtisch. Wollten sie sich anmerken lassen? Unterm Schreibtisch ist eigentlich... Unterm Schreibtisch, ja. Weil ich so, pff, geh weg. Ja, die waren wirklich hysterisch. Aber es ist ja wichtig, dass ein Mann auf sein gepflegtes Äußeres achtet. Das wissen wir beide ja jetzt auch richtig. Ja, genau. wir können uns ja auch schminken. Genau, wir können uns jetzt schminken. Wir haben jetzt beide so ein Notfallset zusammengestellt bekommen von unseren Lieblingsmaskenbildnerinnen. Ja. Und die haben gesagt, ihr braucht unbedingt ein Kombipuder, heißt das, ne? Nee, Kompaktpuder. Kompaktpuder ist aber auch nicht schlecht. Kompaktpuder und Abdeckpaste für die Augenringe und dann noch so eine Grundiercreme. Ja, Augenringe sind wir gut dabei. Wir sind beide bei guten Tagen aus wie Horst Tappert. Ja. Und da muss man schon ein bisschen schminki-schminki machen. Es macht ja auch höllisch Spaß, weil vorher scheiße aussehen, nachher okay aussehen. Welcher Mann würde sich was anderes wünschen? Und apropos, ne, nächstes Video, Matchbox 20, Band. Rob Thomas, der Sänger, das ist mir vollkommen unerklärlich, zu den 50 schönsten Männern der Welt. Wer hätte das gedacht? Wir beide sind noch nicht mal nominiert worden. Machen wahrscheinlich Amerikanerinnen, die denken, der sieht gut aus. Dabei hat er nur für einen Amerikaner einen ordentlichen Haarschnitt. Und weiter geht's mit den MTV-Jahrescharts. Wir haben ja einen kleinen Notstand. Ihr wisst, die Sektflasche ist schon sehr, sehr lange leer. Also ich muss jetzt, ich glaube, ich fahre jetzt mal zur Tanke und hol was, oder? Weil ich habe bisher alles weggesoffen. Ja, mach das mal. Cornichons sind nicht für ewig da. Bist du schwanger? Wieso frisst du das Zeug aus dem Glas? Ist ja unglaublich. Obwohl, Deichkind, die bringen vielleicht noch irgendwie was mit. Ja, richtig, wir kriegen ja eh bis... Ja, aber Deichkind, ich weiß nicht. Also, vielleicht bringen sie was mit. Aber wir brauchen auf jeden Fall Sekt. Brauchen wir denn noch? Cornichon, vielleicht noch mal für dich ein Glas Cornichon von der Tanke. Ja, wir sind ja eh gleich weg. Salat und so. Ja, aber nee, es kommt ja noch mehr. Er hat das mitgebracht. Sehr gut. Gleich knallt's hier. Jetzt geht's weiter mit Enrique Iglesias. Be with you. Na also. Und los geht die Party. Sehr gut.
So, jetzt haben wir es fast geschafft. Wir sind dabei, uns schick zu machen für unsere Veranstaltung heute. Wir feiern Silvester 2000 mit total vielen Sternchen. Bei uns sind schon die Deichkinder vorbeigekommen. Westbam war da. Genau. Afrika Islam. Die ganzen Videos. Viele andere. Unsere ganzen Videos sind auch da. Und ich muss ja nun ganz kurze Sache. Ich habe einen Schwanz. Und was vor allem. Guckt euch den mal an. Ist ehrlich schön. Das war nicht meine, aber... Das wäre mal ein Rahmen, oder? Wie? Sophie Rosenkret hat einen Schwanzrahm! Yes! Wer noch einen Schwanz hat, also männlich ist, ist Xavier Naidu. Und Xavier Naidu, finde ich, ist ein wunderschöner Mann. Was hast du zu ihm? Also ich finde ihn wahnsinnig schön vom Gesicht her. Hydraulik-kiffendes Monster. Was habe ich zu ihm? Nein, ein super Künstler, muss man sagen. Er war wegweisend und in diesem Jahr sehr erfolgreich. Egal was es war, ob Skandal oder nicht Skandal. Ja, ey, ich bin auch schon wieder zu blöd, diese Schuhe zu machen. Ob Skandal oder nicht Skandal, es war alles gute Promotion für ihn. Er hat sich unter anderem mit den Jungs von 3P tierisch verkracht. Die sind vor Gericht wegen einiger Sachen. Da werden wir bestimmt in nächster Zeit, im nächsten Jahr noch mehr drüber herausfinden. Dann wurde er erwischt mit einer ganzen Handvoll, Ladung voll Marihuana. Oder war es vielleicht Shit, Hash, wie auch immer man es nennen will. Er wurde erwischt damit. Aber hat ihm auch nicht wirklich geschadet, außer dass er natürlich richtig Cash zahlen muss. Ich bin leider auch nicht kein Profi-Verspruch. Ich krieg ihn jetzt zu. Was gibt es über Xavier noch zu sagen? Er hat natürlich die Söhne Mannheims auch ganz groß rausgebracht. Sie können natürlich singen, also so ist es nicht. Aber er hat groß, groß, groß was für ihren Erfolg getan. Genau, und er kriegt jetzt mehr Kohle, was ich auch absolut gerechtfertigt finde nach dieser ganzen Sache da mit Moses. Und wenn er nicht das Geld verdient, was ihm zusteht, dann ist es unfair. Und jetzt gibt es, ne? Was gibt es jetzt? Sehen wir gut aus? Sehen wir gut aus? Ich habe doch. Jetzt gibt's für euch Xavier Naidu und die Söhne Mannheims. Geh davon aus. Was geht? Was geht? Ich weiß nicht. Oh shit. Oh shit. Es ist kaum zu übersehen. Wir sind immer noch bei den MTV Jahresstarts und es ist natürlich noch lange nicht 12, aber wir feiern trotzdem noch ein bisschen drauf los. Die Jungs von Liquido sind noch da. Buddy hat sich verpisst, ist dann doch offensichtlich jetzt müde geworden oder möchte auf irgendeine andere Party. So kurz vor dem Jahreswechsel hat man ja viele große Pläne fürs nächste Jahr. Wie sehen denn eure aus? Also, wir streben wirklich sehr viele Sachen an. Also wir werden nächstes Jahr definitiv ein neues Album machen, aber erst im Herbst. Im Sommer steht die Sommerfestivalsaison an. Zum Beispiel? Wisst ihr schon Gigs? Nee, das ist jetzt so in der Planung. Und ja, wir werden aber, denke ich, sehr viel spielen, weil wir letztes Jahr sehr wenig gespielt haben. Ja. Also immer so im Zwei-Jahres-Rhythmus. Und wir streben einen US-Release an für nächstes Jahr. Yeah. Hoffentlich, ist gerade in der Planung alles. Und in England spielen wir ein paar Rehearsal-Gigs und dann schauen wir mal, was passiert. Bei euren Konzerten, auch wenn ihr letztes Jahr jetzt nicht so super, super, super viel gespielt habt, aber es rockt ja immer ziemlich geil. Was gibt es in Deutschland irgendwie so in eurer Kategorie, in eurer Liga, gibt es da irgendwie noch jemanden, den man unbedingt kennen sollte? Da gibt es natürlich viele Bands in Deutschland, wo ich sage... Ja, mach mal schnell. Zähl mal schnell fünf auf. Bisschen Name-Dropping, okay. Ja, los, los. Wenn ich auf jeden Fall gut finde, sind die Donuts. Ja. Oder Donuts, finde ich geil. wen finde ich noch gut? Boah, Wolle. Seesaw. Seesaw finde ich spitze. Nova. Neue Band, spitze. Miles ist gut. Uncle Ho. Ready Made. Yeah. Uncle Ho. Blackmail finde ich total geil. Fly Swatter, unbedingt mal anchecken. Geile Bands. Ja. Das ist schon einiges. Okay, wir sagen nochmal, die beiden sind natürlich nicht von all diesen Bands, die sind von Liquido. Ja, wir freuen uns auch noch darüber. Das sind die Männer im Hintergrund, die Fäden ziehen. Okay, los, jetzt bevor ihr euch verpissen müsst, was ist euer Auftrag für heute Abend? Wo werdet ihr feiern? Dann weiter feiern, meine ich natürlich. Wir werden auf jeden Fall noch gucken, dass wir irgendwie nach Heidelberg noch kommen. Nach Heuse. Weil da warten unsere Leute. Ja. Und ich hoffe, die warten später auch noch. Und da gucken wir noch vorbei. Und trink mal noch einen über den Durst. Dann würde ich sagen, wir werden allen da draußen gemeinsam noch mal einen frohen Jahreswechsel wünschen, oder? Ihr auch? Hey. Frohes Neues. Schön, dass ihr hier sein konntet. Und ja, viel Glück, kommt gut nach Hause, feiert schön. Und wir schmeißen auf den nächsten Clip. Und das soll sein Aha. Und tschüss, Summer Moves On. Bis bald. Wir sind immer noch bei den...
Wir sind immer noch bei den MTV Jahrescharts und es ist etwas Unglaubliches passiert. Die bezaubernde Kollegin, meine, sozusagen meine Vorarbeiterin bei Select ist eingetroffen. Endlich ist Anastasia da. Hi. Vorarbeiterin? Ja. Hey. Sie hat es geschafft, sie ist da und ja. Ich bin nicht allein gekommen. Ich habe einen fetten Abend hinter mich gebracht und zwar mit meinen Kumpels hier. Mein herzallerliebster Kollege aus Berlin, DJ Divinity, the one and only, give it up. Yeah. Und haltet euch fest, Leute, aus New York City, straight from the Big Apple, es ist Freddy Turner. Yes, man. Yes, man. Fette Set, fette Party, geile Stimmung in Berlin. Geile Stimmung in Berlin. Und Anastasia hat natürlich einmal richtig auf die Kacke gehauen und mal zwei Spezialisten DJs mitgebracht. Am Start gebracht, ja. Auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen auflegen später für uns. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt mal hier so versammelt. Sind natürlich nicht alle da, die da sind, aber die meisten dann doch. Ein paar Freunde um uns herum. Hier schön Tortellino, Jesus Backstage. Er filmt Becky, ganz wichtig, Jesus Backstage und seine Zaubercam. Jesus Backstage und seine Zaubercam. Und das ist die Prinzessin des Abends. Das ist Betty. Betty, guck noch mal. Guck mal da oben. Guck. Wir werden uns hier noch ein bisschen amüsieren. Ihr kriegt erstmal den nächsten Clip und das sind die Ärzte, wie es geht. Und wir sehen uns gleich wieder. Rock'n'Roll.